Ja. Ich glaube, dann werde ich das beim nächsten Mal oder wenn ich mit dem Dungeon fertig sein sollte, falls es überhaupt eins ist, vielleicht müssen wir nur runtergehen, ein Hebelchen drücken und dem guten Maranius geht's gut, das kann ja auch sein. Aber ich bezweifle es. Wieso summe ich Mario-Melodie? Er nur stirbt doch. Ja, nee, jetzt geht noch mehr. Wo werde ich hinschießen? Bomben. Und ganz viel Gold. Ganz, ganz, ganz viel Gold. Yay. Wow, erfahrener Ork. Wow, der hält was aus. Der hält was ein bisschen aus. Stirbt. Wow. Wow. Kompositbogen. Nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Wow, wie übel war das jetzt? Ah, da oben war ich schon einmal komplett an dem Rand. Gut, so wissen. Dubidubidum, dubidubidum. Dubididubididubididum, dubidubidum. Ja, und weiter geht die Reise ins Nichts. Ah, da ist noch ein schwarzer Fleck, den machen wir weg. Flop. Da habe ich irgendwann auch gehört. Oder auch doch nicht. Aber so brutal schwer finde ich das jetzt nicht hier, weil die gesagt haben, ja, dieser mit Orks verseuchte Wald und so. So viele Orks sind hier nicht. Gut, für einen alleine wäre es vielleicht heftig, wenn er jetzt nicht gerade zaubern kann wie ich. Wieso läuft so sein? Ah, du hast keine Ausdauer mehr, dann lassen wir dich mal kurz ausruhen. Was gibt es Großartiges zu erzählen jetzt? Ich bemühe mich jetzt wieder ein paar mehr Videos tagtäglich hochzustellen. Ich werde das immer so. Da oben war noch ein roter Punkt, oder? Das habt ihr auch gesehen. Wow! Trollolololololol. Nein, tot. Ich bin erschlagen. Wie übel ist denn das? Ich werde versuchen jetzt immer ein paar Videos am Tag hochzuladen. Oh, da habe ich Äpfel ausgelassen. Die nehmen wir mit. Nom. Habe ich anscheinend gegessen. Toll. Oh, was ist mir das? Nichts. Was macht denn Troll hier bitte? Ja. Ich, wie gesagt, ich werde mir Mühe geben und auch schauen, dass ich andere Spiele Let's Play, aber jetzt werde ich erstmal meine beiden Projekte, die ich zurzeit am Laufen habe, hier machen. Und ich habe kein Mana mehr. Ja, wie gesagt, solltet ihr Ideen haben bezüglich Spiele und ihr wisst zufällig auch, wie man so einen Emulator herkriegt und wie man da machen muss und so weiter, und ihr wollt, dann ich hab dir empfohlen, dass du das und das machst, dann macht das bitte auch mal. Jo, ich bin für jede Art von Spiel hier so offen, die man auf dem Computer spielen kann. Da ich leider nicht weiß, wie man das auf die PlayStation 3 verbindet. Don't League Gold, das holt man sein anderes Mal. Ja, ich glaube, ich gehe wieder nach oben, aber ich beschleunige die Geschichte. Flop. Und da sind wir wieder. Hey, das Teil ist praktisch. Die Knochen, die legen wir hier ab. Das geht schon mal nicht, klasse. Warum habe ich die Knochen mitgenommen? Das weiß kein Mensch. Den Apfel futtere ich mal. Und das Fleisch, die tue ich wieder da oben rauf. Das kann ich mich nicht bewegen, herrlich. Ja, ich will nicht mit zu schwerem Gepäck, weil wer weiß, vielleicht findet man ja noch was Nettes. Oh! Fleisch füllt auch mein Leben auf. Hey, dann nehme ich Fleisch mit. Na cool. Ich werde den jetzt trotzdem schlafen legen, den guten Freund, weil der braucht ja. So, ich speichere hier mal. Das speichere ich hier drüber, genau. So. Ja.
Dann würde ich sagen, wir gehen in die Katakomben, oder? Wenn ich sie nochmal finde, halt. Aufhören, Mario-Musik zu summen. Ja, ich bin gespannt, was da unten jetzt lauert. Ich habe übrigens nachgeguckt, es war nicht 2 Jahre her, wo ich das gespielt habe. Es war 1 Jahr her, aber macht es für mich jetzt nicht gerade viel besser. Oder ist sogar was drin? Da haben wir einen Knüppel gefunden. Da jetzt Goldmünzen. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Finde ich auch cool, dass man durch das geschlossene Fass gucken kann. Enthält nichts. Finde ich sehr sinnvoll. Und oh, da liegt ein Buch. Da forschen wir mal. Und hier geht es anscheinend nicht weiter. Muss ich anscheinend nur das Buch lesen. Ah doch, da ist eine Tür, die... Die Tür ist verschlossen. Verschlossen ist. Ah, cool. Lesen wir mal. Lesen, habe ich gesagt. Lies es. Ah, da. Die Nutzung der alten Katakomben wurde vor langer Zeit aufgegeben und nicht einmal ich, Madanebus, wage es noch, sie zu betreten. Ich habe meine Schüler angewiesen, diesen Ort abzuschotten, da ich ein beängstigendes Ausmaß an unheilvollen Schwingungen von dort ausgehen spüre. Keiner von ihnen kehrte zurück und konnte über den Quell dieser Gefahr berichten. Doch fühle ich, dass es ein Wesen mit großer Zauberkraft sein muss. Ich schrieb an Herzog Ferrol, auf Burg Eisenfaust und bat ihn, Truppen der herzoglichen Armee abzustellen, die sich dieser Angelegenheit annehmen sollten. Unglücklicherweise ist Herzog Ferrol bislang meiner Bitte nicht nachgekommen. Dieses Buch soll jedem Reisenden, der diesen Ort betritt, als Warnung dienen. Kehrt um, solange ihr könnt. Wir haben bereits ein 50 Männer bei dem Versuch verloren, diese Zuflucht des Bösen zu ergründen. Lasst ihre Opfer Genüge sein, mögen die Götter ihren Seelen beistehen. Gezeichnet Mardinius. Toll, wie komme ich jetzt da durch? Oh, was ist das? Ein Hebel. Ups. Was hat das wohl bewirkt? Okay, was ist vielleicht das mit der Tür hier? Ja! Sehr schön. Somit beginnt unsere... Ich könnte mal meine Waffen raustun, weil ich glaube, die werde ich hier brauchen. Du jumpi dumpi 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 dumpi. Ja, absolut nicht beängstigend. Ich komme mir gerade so vor wie bei Herr der Ringe, dieses... Der Weg ist versperrt. Die Toten haben ihn angelegt. Der Weg ist versperrt. Ja, so ungefähr. Achso, den Hebel drücken sollte ich vielleicht. Nun komm schon. Ich bin nicht ganz sicher, was das gerade ausgelöst hat. Und oh, wow. Ach du Scheiße, hab ich mich erschrocken. Oh. Oh. Ein Pilz. Hoppa. Hoi. Was war das? Einen kleinen Moment. Ja, mir ist hier eingefallen, ich habe hier eine verdammte Mute-Taste bei meinem Mikrofon. Also habe ich mich jetzt einfach gemutet, wo ich... Nett sieht's hier aus. Wo ich husten und niesen und alles mögliche musste. Ihr hattet also eine kurze Pause drin. Ich hoffe, die stört euch nicht, wir lesen das mal. Roland, ein Diener, dem man das Verrat bezichtigt hatte, wurde auf... Wessen Anweisung? Thalirons? Ich sag einfach mal Thaliron. TH, Thaliron. Thalirons Anweisungen gefoltert. Als der Mann sich weigerte, seine Schuld einzugestehen, befahl Thaliron, sein rechtes Auge mit einem glühenden Eisen auszutöten. Aua. Man zog ihm jeden Zahn einzeln und trennte ihm die rechte Hand ab. Aua. Nachdem Roland endlich seinen Verrat gestanden hatte, durfte der Folterknecht die Tortur beenden, indem er ihm in kochenden Teer tauchte. Wie nett. Spätere Ermittlungen gaben, dass Rolands Geständnis falsch war und ihn keinerlei Schuld traf. Thaliron erklärte daraufhin, dass jeder Bedienstete, der seinen geliebten Herrn selbst unter Folter derart belügen kann, Rolands Schicksal verdiene. Nett. Echt nett. Boah, die arme Sau. Boah. Wow. Ich mag diesen Fall aber nicht. Könntest du bitte diese Vase aufmachen? Da drin ist eine Orange.
Ja, die haben wir gebraucht. Spielentscheidender Gegenstand wahrscheinlich. So, wieder mal gemutet. Ja, das wird jetzt lästig, immer wieder muten und unmuten und so. Ich darf es aber nicht vergessen. Hallo Skelett, guten Tag. Und hallo Skelett. Und mir kommt so vor, als bin ich ein bisschen zu mächtig für diese Skelette. Oh, und durch die Weisheit bekommen wir mehr Erfahrung. Ja, war ja auch gedacht so. Man sieht schon, als Kämpfer bin ich eher eine Niete. Aber wenn die Gegner so leicht sind, dann wage ich sogar das hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Flomp. Nett, nett, nett. Ah, hab's vergessen zu muten. Na egal. Fast verschlossen. Ich wusste, dass ich sie aufkriege. Fleisch und kleiner Heiltrank. Brauchen wir immer mal. wenn ich, sobald ich... Ich sollte anfangen, Sätze zu Ende zu reden, anstatt großartig zu anfangen. Wenn ich aus diesem Dungeon hier raus bin, dann werde ich mal die Fähigkeiten ein bisschen durchschauen und mir so schauen, was könnte ich denn als Zauberer so gebrauchen. Flop, stirb. Ich werde auch versuchen, so viel wie möglich vom Land immer zu erkunden, dass man auch ja viel sieht. Im Let's Play, finde ich, sollte es ja mehr um das Spiel gehen als um den Let's Player, meiner Meinung nach. Natürlich, wenn ihr noch mehr also über das Spiel wissen möchtet, jetzt zum Beispiel wann, was ist das? Wann ist das Spiel rausgekommen? Wer hat es gemacht? Wie viel Spielstunden hat es? Ich nehme es einfach mal mit. Ich werde es zwar nicht mitnehmen sollen, aber ich nehme es einfach mal mit. Erschlagen. Dann schreibt es mir in den Kommentaren oder auf meinen Kanal oder per PN und sagt, hey, wir wollen mehr über das Spiel. Oder wenn ich gänzlich die Klappe halten soll und sagt mir das auch. Wird halt nur ein bisschen schwer für mich, weil ich automatisch irgendwie inzwischen rede, wenn ich Computer spiele. Saphir-Schlüssel. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht kann man ihn noch gebrauchen. Ja. Ich richte mich da völlig nach euch. Wie ihr das möchtet. Und nochmal, um es zu erwähnen. Spielevorschläge, Emulatoren, wie mache ich das? Gerne immer wieder. Würde mich riesig freuen, wenn sich jemand dafür interessiert und sich damit auskennt. Besser als ich. Gut, das ist keine Kunst. Ich nehme schließlich nur mit Fraps auf und bearbeite es dann mit Camtasia, was jetzt kein Schwein interessieren wird. Ja. Wie gesagt, hat jemand Infos, wie das gemacht wird oder Seiten, die mir da helfen? Ich friemle mich da gerne rein, das ist kein Thema. Und ich glaube, ich muss mich jetzt nochmal muten. Es tut mir leid, dieser verdammte Husten. Bah, dieser verdammte Husten. Zu früh gemutet. Ja. Und ein Bogenschütze, der mich nicht trifft anscheinend. Den ich jetzt fertig gemacht habe. Aber die sind echt keine Herausforderung für mich irgendwie. Also ich hätte wirklich früher runtergehen sollen hier. Das ist echt demütigend jetzt für mich. Und was ist das? Schlüsselbund. Ein Dietrich. Machen wir mit Dietrich nicht Türen auf? Ja. Nochmal so eine magische Kugel nehme ich mit. Herrlich. Ein Fass, das wir nicht kaputt hauen müssen. Wieso habe ich das Gold nicht mitgenommen? Weil ich zuerst das Gold da haben wollte. Richtig. Dubidu. Wieder mal zwei Goldmünzen. Besser als keine Goldmünzen. Dumbidumbidumbidumbidumbidum. Nein. Wow, Mist der Werbung überhaupt. Bombs. Tot. Nein, ich gehe erstmal da nach oben, dann hätten wir das da. Ah. Werden hier ein Skelettkrieger entkommen? Nein, zwei. Goldmünzen. Fünf Goldmünzen. Herrlich. Ah, hi Kollege. Eine Wand. Ein Tor durch das Verschlossene. Wie wunderbar. Ah, das ist eine Abkürzung. Praktisch. Gut. Flom, du bist auch tot. Ja, tot warst du schon davor, aber jetzt bist du toter als tot. Untot. Wer rottet's? Nein. Ja, Goldmünzen sind immer super. Dann latschen wir mal hier durch. Weiter. Doch, komm.
Ja, ich will meinen Mana sparen, falls noch irgendwie was Schlimmes.